Heute will ich euch etwas über das Feuermachen in der Steinzeit erzählen. Tja, Feuer, das ist wohl eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit überhaupt, denn Feuer hat wahnsinnig viele Vorteile. Es ist nicht nur dazu da, die Nahrung zu braten, zu kochen, zu erhitzen, die wir dadurch besser verdauen können und mehr Energie daraus gewinnen können. Nein, Feuer schützt zum Beispiel auch vor wilden Tieren, die konnte man abwehren mit Feuer. Feuer gibt Wärme, ganz wichtig. Ne? Nicht nur im Winter, auch in der Nacht. Feuer kann man sich wärmen, verbraucht wieder weniger Energie. Und Feuer gibt Licht. Man kann länger etwas sehen, man kann etwas machen mit einer Fackel, nachts unterwegs sein. Normalerweise in der Natur muss man halt schlafen gehen, wenn die Sonne untergeht, oder man ist halt ein nachtaktives Wesen. Okay, der Mensch, weiß nicht, ob ihr das wusstet, ist das einzige Wesen auf der Welt, was es geschafft hat, Feuer nutzbar zu machen. Zu zähmen sozusagen. Alle Tiere, Vögel, sonst Insekten auf der Welt scheuen das Feuer und entfernen sich davon. Aber der Mensch war eben so schlau, dass er weiß, Feuer selbst ist zwar heiß und gefährlich, aber man kann es kontrollieren, man kann damit umgehen und es sich zunutze machen. Wir fangen mal an mit dem Zentralen, was vermutlich die meisten von euch kennen, nämlich dem Stein, der hier liegt. Der Feuerstein. Es gibt eine alte Cartoon-Serie, die Flintstones, die ja nach diesem Feuerstein, Flintstone auf Englisch, benannt wurde. Vielleicht kennen das noch einige von euch, zumindest eure Eltern. Dieser Feuerstein gab der Steinzeit seinen Namen. Aber ich verrate euch was, die Steinzeit heißt deswegen Steinzeit, weil man aus diesem Feuerstein Werkzeug gemacht hat. Nicht unbedingt wegen dem Feuermachen. Viele denken nämlich, das begegnet mir sehr häufig, dass wenn man zwei Feuersteine aneinander schlägt, man Funken erzeugt. Probieren wir es einfach aus, ob das so funktioniert. Tja, das ist die Methode, um Werkzeug, so kleine Abschläge zu produzieren. Aber ein Funke ist nicht rausgekommen, Feuer also nicht. Tatsächlich heißt der Feuerstein Feuerstein, weil man noch nach jahrhundertelang, so noch bis vor 100 Jahren aber damit Feuer gemacht hat. Allerdings eben nicht nur mit Feuerstein, sondern noch mit einem zweiten Material, nämlich Eisen. Und Eisen gab es bekanntermaßen nicht in der Steinzeit, sondern erst in der Eisenzeit. Um euch den Effekt mal zu zeigen, wie das dann wirklich aussieht mit Eisen, mache ich euch das jetzt aber natürlich nochmal vor. So, also Feuerstein und Eisen. Tja, wenn man kein Eisen hat, was könnte man noch nehmen? Hier vor mir liegen noch ein paar Steine, denen man nachsagt, dass man damit auch Feuer machen konnte. Und zwar einmal dieses hier, was so schön golden glänzt. Es wird auch Katzengold genannt oder Pyrit. Tja, das ist ein Stein, der angeblich auch diesen Effekt erzeugen soll. Ich muss aber ehrlich sagen, ich mache das hier schon seit einigen Jahren und mir geht es so, dass ich damit keinen Erfolg habe. Ich probiere das nochmal aus. Also man macht den Stein kaputt, aber Funken kriege ich da nicht raus. Vielleicht kann ich es aber auch einfach nicht so gut. Dann gibt es noch einen Stein, der vor mir liegt. Dieser schwere Stein hier. Also sieht von außen aus wie ein Stein, ist aber tatsächlich ein Mineral. Das kann man aufschlagen, diesen Stein. Dann sieht das im Inneren so aus. Das Ganze nennt sich Makasit. Und das sieht schon ein wenig nach Eisen aus. Also vielleicht klappt es ja damit. Aber es bröckeln zwar Teile ab, aber so einen richtigen Funken haben wir auch immer noch nicht erzeugt. Schwierig, das damit zu machen. Ich glaube, das wird nicht die verbreitetste Methode gewesen sein in der Steinzeit. Irgendwie haben sie doch aber Feuer gemacht. Das Geheimnis ist, es liegt an Reibung. Das zeige ich euch gleich. Bevor ihr aber seht, wie hier wirklich die Flammen hochlodern, fehlt noch etwas. Denn wir erzeugen entweder einen Funken oder heiße Asche und die ist nicht in der Lage, sofort einen ganzen Holzscheit irgendwie in Brand zu setzen. Wir brauchen noch einen Zwischenträger, nämlich Zunder. Ich habe hier vor mir zwei Möglichkeiten liegen, wie man Zunder gemacht hat in der Steinzeit. Das eine
Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. In der Natur wächst an Bäumen. Das ist ein sogenannter Baumpilz. Gibt es verschiedene Arten von. Und wenn man den auseinanderschneidet, dann sieht das im Inneren so aus. Und hier sieht man, kann man hoffentlich auf dem Video drei Schichten erkennen. Na, hier so etwas, was so, ja, so ein Lamellenmuster hat. Hier eine Schicht, die so sehr hartholzig ist. Und hier ist eine Schicht, die ist samtweich. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht spüren, aber vielleicht sehen, dass das hier eine sehr feine, weiche Schicht ist. Und nur diese Schicht ist interessant. Wenn man die rauslöst, dann sieht das so aus. Das ist der sogenannte Zunderschwamm. Und ja, in diesem Zunderschwamm, das ist ein ganz feines Material, da verfängt sich ein Funke und glüht dann so lange durch diesen Zunderschwamm durch. Das ist so ähnlich wie bei einem Räucherstäbchen, vielleicht kennt ihr sowas. Ne, man hat ganz lange den Funken in diesem Zunderschwamm und kann dann in aller Ruhe sein Feuer davon entzünden. Wenn man so etwas nicht hat, kann man alternativ auch sowas hier benutzen. Das sieht ein bisschen aus wie Wolle. Es sind in der Tat Pflanzensamen und zwar stammt das aus Rohrkolben. Das ist beim Schilf, was am Teich, am Gewässer wächst, diese braunen Rohrkolben, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Und wenn man die aufschneidet, da sind Millionen Samen dieser Pflanze drin. Und die sind so ganz weich, fühlt sich fast wie Stoff an, aber ihr seht, man kann das so zerteilen. Beziehungsweise statt Stoff erinnert es vielleicht am ehesten so an Watte. Und auch das ist gut geeignet als Zundermaterial. Dann braucht man noch viel trockenes Kleinmaterial, Blätter, ja, kleine Äste. Hauptsache, es muss sehr trocken sein. Wir benutzen dafür gleich etwas getrocknetes Stroh auch. Aber wie macht man denn nun Feuer? Das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch jetzt zum Schluss eine Methode, mit der eigentlich alle Menschen in der Steinzeit Feuer machen konnten, egal auch, ob sie irgendwie an Markasit oder Pyrit herankam, nämlich das Feuerbohren. Dazu brauchen wir einfach nur trockenes Holz und können uns unsere Geräte selbst herstellen. Ja, was genau brauchen wir dafür? Wir brauchen einen Bohrer und das ist einfach nur ein Holzstab, kann man aus verschiedenen Holzarten machen. Es gibt da verschiedene Philosophien, ob das besser weiches oder besser hartes Holz ist. Im Grunde ist es egal, man muss einfach nur lernen, mit dem entsprechenden Holz, was man nutzt, gut umzugehen. Dann brauchen wir ein Bohrbrett. Ich habe hier schon ein vorbereitetes Brett in dem Fall mit vielen kleinen Löchern, die ihr hier seht. Wir werden gleich eins benutzen. Das kann man sich im Grunde auch mit jedem Stück trockenem Holz, was man im Wald findet, und einem scharfen Messer oder eben in der Steinzeit auch mit einem Feuersteinmesser selbst so vorschneiden. Und wir brauchen noch etwas, um unseren Bohrer, also diese Spindel wird das auch genannt, in Schwung zu bringen. Das machen wir mit einem Bogen. Das sieht hier so ein bisschen aus wie Pfeil und Bogen. Vom Bogenschießen ist aber kein tauglicher Bogen, sondern es ist einfach ein gebogenes Stück Holz mit eben dieser Schnur drin. In unserem Fall aus Leder. Die kann aber übrigens auch aus einer Wurzel oder aus anderen Pflanzenfasern gemacht werden. Da wird die Spindel hineingelegt. Und wir brauchen noch einen ja, Widerstand. Das kann auch aus Holz gemacht werden. In unserem Fall ist das aber ein vorgebohrter Stein, den wir nutzen, um die Spindel festzuhalten. Wir nehmen jetzt unsere Spindel in unseren Bogen. Diesen Stein packe ich hier drauf und kann damit nach unten drücken. Jetzt muss ich kurz meinen Fuß hier drauf stellen und es geht los. Ha ha ha!
Das ist unser Häufchen Abrieb, Holzasche. Normalerweise sollte das jetzt aber etwas dampfen und glühen. Aber wir haben jetzt hier schon bestimmt 20 Versuche heute gestartet. Ihr seht, vom Prinzip funktioniert es natürlich. Aber es scheint heute einfach ein bisschen zu windig zu sein. Oder ich mache technisch doch ein paar kleine Fehler, sodass es zu schnell verbrennt. Also wir haben jetzt hier verbrannte Holzasche, aber keine Glut mehr, die wir nutzen könnten, um unser Stroh anzuzünden. Wie es weitergeht in den nächsten Schritten, zeige ich euch dann trotzdem nochmal mit dem Zunderpilz. Hier nochmal die Alternative mit Feuerstein, Zunderschwamm und mit Eisen. Hoffen wir mal, dass es jetzt schnell den gewünschten Effekt zeigt. Man muss den Zunderschwamm sehr nah an den Feuerstein legen. Ah, und wir hatten gleich einen Erfolg. Seht ihr, wie es wie so ein Räucherstäbchen langsam glüht? Ich habe jetzt hier nochmal einen Zunderpilz angezündet und dann macht man sich aus Stroh so ein Nest, ja, wie so ein Vogelnest, legt den Zunderpilz da hinein, ruhig dicht zumachen. Und ihr seht, wir haben Feuer gemacht. So in etwa ging das in der Steinzeit. Wenn euch unser Video gefallen hat, auch wenn nicht alles gleich beim ersten Mal geklappt hat, dann ja, lasst mal wieder ein Like da oder auch ein Abo. Und wir freuen uns schon aufs nächste Video. Tschüss!